Hallo, jetzt werde ich Ihnen das traditionelle koreanische Essen Bibimbap vorstellen. Bibimbap ist ein Gericht, das durch Mischen von Reis und mit verschiedenen Gemüsesaucen wie Gochujang und Sojasauce und Zutaten wie Eier und Fleisch hergestellt wird. Wann haben Sie angefangen, Bibimbap zu essen? Es gibt viele Geschichten über die Herkunft von Bibimbap, aber die am meisten unterstützte Geschichte ist, dass es mit rituellen Mahlzeiten begann, die in einen Ort gemischt wurden, nachdem Zeremonien abgehalten wurden. Es soll seit der Joseon-Dynastie gegessen worden sein. Anstatt es in Worten zu erklären, werde ich es machen. Okay. Während ich erkläre, wie ich den Bibimbap jetzt selbst mache, das Grundnahrungsmittel der Koreaner ist der Reis und zuerst Darum brauchen wir zuerst Reis. Als nächstes füge ich verschiedene Kräuter. Zuerst Sojabohnen sprossen. Spinat, Sprossen und Karotten. Radieschen, Sprossen, Pilze, Sprossen. Gebratenes Rindfleisch und Spiegelei. Und danach will ich Gochujang, Sesamöl. Jetzt werde ich das mischen. Es sieht von Anfang vor dem Mischen, es sieht aus wie eine Blume, aber danach mischen, wird es sicherlich lecker. Ich werde es jetzt mal probieren. Das ist sicherlich lecker. Bibimbap ist ein sehr gutes und perfektes Lebensmittel in Bezug auf die Ernährung. Es ist eine gesunde Ernährung, Es ist eine sehr gute Ernährung. Jetzt, ja, habe ich dir den Gericht Bibimbap vorstellt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Die